Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Und wir sind natürlich heute auch bei dem zweiten freien Epic Game am Start. Und das ist Godfall The Challenger Edition. In dieser Edition kann man eben nicht als ganz normaler Level 1 Charakter anfangen, sondern als Level 50 Charakter. Ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht, wie heavy das jetzt gleich wird. Deswegen, ich schicke euch jetzt eben in die kurze Cutscene. Währenddessen könnt ihr natürlich Like und Abo drücken, damit ihr schon mal von der Story auf jeden Fall alles wisst, was ihr wissen müsst. It was all a lie. Macross sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Macross was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Macross thinks the war is over, but our fight has just begun. This won't be easy. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Auron can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. Ich persönlich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt mit Controller oder mit Tastatur und Maus spielen möchte. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal erstmal mit Controller hin und kann das dann einfach immer noch nachher rein theoretisch wechseln. In die Richtung zu teleportieren mit B. Das ist A, das ist C. Hä? Als ob, wenn ich jetzt dahin drücke. Achso, ich muss das sogar anhalten, okay. Ich glaube, wenn das so ist, dann gehe ich vielleicht doch lieber auf Taus und Maus und Tastatur. Dann geht es ein bisschen cooler. Okay, nice. Animation finde ich schon mal geil. Grafik ist natürlich auch relativ nice. Hier können wir die Stase halten. Zack, 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 ballern wir durch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es leicht laggt zwischendurch. Obwohl ich ein ziemlich guten PC eigentlich habe. Also Battlefield 2042 geht jetzt ohne große Probleme. Aber bei dem habe ich jetzt zwischendurch das Gefühl, dass die FPS ein bisschen runterdroppt. Das
Finde ich fragwürdig, aber ist okay. Vielleicht fällt es mir auch nur so auf, weil ich ein bisschen jetzt verwöhnt bin. Bin mir da nicht sicher. Ziel erfassen. Okay. Kein Problem. Das ist ein merkwürdiger Jump, aber ist okay. Ist wahrscheinlich die Ausweichrolle. Grundsätzlich soll das Spiel wohl so eine Art Hack-and-Slay-Looter sein. Nice. Erstmal weggeballert hier alle. Atmosphärisch finde ich es ganz geil. Grafik finde ich geil. Spiel an sich ist richtig nice. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht weggeclaimt werde wegen der Musik, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass das in Ordnung ist, wenn ich das weiterlaufen lasse. Kann ich hier über die Lücke springen? Okay. Dann hauen wir die hier weg. Nice. Und dann wird erstmal richtig hier durch die Gegend geballert. Doesn't matter. You have a job to do. So. Gehen wir rein. Weil alles zu klump, was hier so geht. F, um Niederschlag auszuführen. Wenn ich das versuche, geht es aber nicht. Wahrscheinlich hätte ich das machen müssen, bevor ich die angegriffen habe. Space-Attacke auszuweichen. Okay, nice. Ich habe gesehen, dass man auch verschiedene Waffen auf jeden Fall nehmen kann. Also Speere gibt es wohl auch. Warte, wir weichen mal ein bisschen aus. Jetzt gerade sind wir auf jeden Fall mit dem Schwert unterwegs. Das ist doch aber auch relativ wendig. R drücken, Gesundheit wiederherzustellen. Okay, grüne Würzung. Die Gesundheit wiederherstellen mit R. Und ansonsten können wir halt durch diese grünen Sachen werden halt das auf jeden Fall aufgeladen. Holy. Okay, rennen wir mal weiter. Sie wird nicht den Tempel verlassen, Orin. Ich weiß. Ah, da wurde ich getroffen. Oh, wir kriegen aber auch ordentlich Damage, wenn wir getroffen werden, ne? Da machen wir keinen Damage, das heißt, wir müssen den erstmal hier attackieren. Weg mit dir. Und jetzt können wir den letzten hier noch wegslacken. Bam, bam, bam. Geht doch relativ schnell. Dann gehen wir wieder auf R und healen uns ein bisschen. Hier ist aber noch einer. Oh, da kommen neue. Q gedrückt, um Schild. Ah. Okay, das heißt, man muss tatsächlich auch die Sachen ein bisschen kombinieren. Nice. Aber es macht Fun. Es macht Fun. Ist jetzt nicht großartig anspruchsvoll bis jetzt, ne? Warten wir erstmal, dass wir was abwehren. Ja, das haben wir abgewehrt. Während der hier nachlädt. Dann komm, schieß. Und dann schnell wieder ins Gesicht geschlagen. Easy. Okay, nice. So, jetzt hauen wir uns hier die Sachen noch rein. Und was ich auch gehört habe, ist, dass hier relativ häufig auch irgendwelche Endbosse passieren oder cool, halten und ziehen. Schild zu werfen. What? Wir können das Schild werfen? Wie nice ist das denn? Bam! Da haben wir uns gegenseitig attackiert. Oh, okay. Ja, ich muss den hier erstmal killen. Autsch. Ja, aber den hauen wir jetzt um. Weg mit dir. Nee, 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 nein. Ich bin down. Mist. Ja, ja. Checkpoint neu starten, logisch. Da bin ich gestorben, hat man jetzt gerade gesehen. Wenn ich das jetzt halte, kann ich jetzt wieder werfen, ne? Werfen wir den mal dahin.
Kann ich den jetzt... Aua! Oh, es ist doch, doch ein bisschen kniffliger, als ich dachte. Weil ich eben auch noch nicht darauf achte, wann ich abwehren muss und wann nicht. Okay. Der lebt gerade nach, dann heißt, wir können den erstmal wegsnacken. Und jetzt rennen wir nochmal los. Und gucken, wollen dann doch jetzt auch hoffen, dass wir gleich mal den Sonnentempel finden. Phasensprung da. Und hoch mit dir. Immer mal zwischendurch so ein bisschen auch das Schild einsetzen. Das habe ich ja gerade eben einmal schnell noch dazwischen werfen können. Ganz nice. Ja, selber du. Einmal schnell abgewehrt und dann nochmal ins Gesicht geschlagen. Okay, roter Machtangriff. Ein Machtangriff kann entweder pariert noch kann weder pariert noch geblockt werden. Wirfst du stets als Boden, weiche aus. Okay. Okay, er wirft mich stets zu Boden. Logisch, logisch. Ausgewichen und ins Gesicht geschlagen. Okay, hier scheine ich was zu kriegen. Okay, rein, 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 rein. Nochmal eben healen. Und da ist der Eingang. Das heißt, rein theoretisch geht es, glaube ich, nachher darum, dass man immer wieder dieselben Gegner slayt und dann dementsprechend sich seinen Loot zusammenbaut. Das ist zumindest das, was ich so verstanden habe. Dich Fettmobs besiegen wir jetzt auf jeden Fall auch noch. Also die Gegner sehen richtig nice aus. Ich glaube, grundsätzlich geht es dann nachher halt auch wirklich darum, dass man irgendwie die Gegner... Oh Gott, der ist rot. Ah. Ja, den konnten wir ausweichen, oder? Okay. Werfe ich den halt gegen den Kopf. Holy. Ja, 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 ja. Weg, 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 weg. Oh Gott, der schlägt aber auch hart zu, ne? Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war nicht schlau. Ausweichen. Oh, den haben wir aber gerade noch so abgewehrt. Ich finde ganz interessant, dass wir so wenig Leben nur haben. So, werfen wir den mal gegen den Kopf. Raus hier. Holen wir uns das Grüne hier einmal kurz. Ausgewichen. Jawohl. Alter, das ist schon intensiv. Das war ein roter. Den wollte ich jetzt ungerne abkriegen. Wir tänzeln hier einfach mal gegen den, um den Stein herum. Oh, was macht denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Was passiert hier? Okay. Die Cutscenes sind auch ganz geil gemacht. Also kann man jetzt sagen, was man will. Stürzen wir jetzt hier ein. Bye bye. Können wir jetzt da unten weiter kämpfen? Vielleicht. Es kommt erstmal ein Ladebildschirm. Okay, anscheinend ist der Gegner besiegt. Würde ich jetzt mal sagen. Hier sind auf jeden Fall neue Gegner. Wo ist denn der Boss? Ich wollte den Boss jetzt noch schlechten. Ist ja ärgerlich. Naja. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal als Einblick. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich gehe davon aus, also beziehungsweise was heißt, ich gehe davon aus. Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Es sieht ziemlich cool aus. Ich weiß nur nicht, wie sehr es mich hooken wird auf Langzeitsicht. Also
so Diablo oder Diablo 2, Diablo 3, die haben mich relativ gut in ihren Bann gezogen. Und ich weiß nicht, ob das hier jetzt genau dasselbe ist. Na gut, ich würde dem Spiel, grafisch ist super cool, ich würde dem auf jeden Fall eine 7 von 10 geben. Holt es euch. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht bei Level 1 anfangen kann, sondern auf einem höheren Level. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber na gut. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ja, ciao.